Hey Leute, hier ist Line Gemeins und ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Cities in Motion 2. Wir haben jetzt seit kurzem, beziehungsweise seit dem letzten Teil, um genau zu sein, oder? Seit dem letzten Teil, haben wir eine neue U-Bahn-Linie, nämlich die U-Bahn-Linie 2. Diese führt von hier, von ja dem kleinen Parkteil hier, naja, Park kann man es nicht unbedingt nennen. Von dort führt sie hier lang zur unserer ersten U-Bahn-Linie, fährt dort mit auf deren Gleisen bis nach hier vorne. Dort, ja, fährt sie dann ab, hier weiter durch die Stadt, einmal oben drüber, geht hier wieder unter die Erde, fährt hier lang bis nach hier vorne und wendet da, geht, fährt dann wieder zurück. Und wir wollen diese irgendwann bald noch erweitern, dass sie dann auch bis nach hier drüben fährt und dann, dass die Leute hier noch perfekt nach dort drüben zum Land da angebunden sind. Dann haben sie zwar die Straßenbahn, ist da nicht mehr, ja, müssen dann nicht mehr so viel nutzen, nicht mehr so viel umsteigen, kommen dann hier schön flexibel darüber, aber können natürlich auch noch gerne die Straßen benutzen, da habe ich nichts dagegen. Und ich glaube, ihr auch nicht. Und ja, wir müssen mal gucken, ich habe gerade irgendwo gesehen, da steht 170 Fahrgäste. Ah, hier. Das ist nichts gut, das ist nichts gut. Wo wollen die denn alle hin? Wo wollt ihr denn hin, ihr lieben Fahrgäste? Ach, scheiße. Sowas nenne ich mal Überfüllung. Was machen wir denn da? 161 Fahrgäste, die wollen alle zur Oper. Wir müssen echt mal gucken, dass wir vielleicht die Buslinie zur Oper noch ein bisschen optimieren. Was machen die denn da? Da steht immer diese... Tschüss, Bus. Du gehst weg. Nein, ich wollte eigentlich den Bus wegmachen. Nervt immer, die warten da immer voll lang. Die bleiben da immer so stehen. Ewigkeiten. Und dann kommt auch kein Bus, kein Wunder. Müssen wir mal kurz gucken. Linie 9 zur Oper. So, da können wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr einnehmen, wenn wir sie öfters fahren lassen. So, wir machen mal Werktag. Alle Stunde fährt da eine. Berufsverkehr braucht immer noch eine mehr. Wochenende lassen wir mal so. Und nachts fährt sie eh schon alle Stunde. Aber nicht Fahrzeuge klein, das ist immer ein bisschen blöd, dass das so eingestellt ist. Aber gut, da müssen wir mit zurechtkommen, müssen wir halt immer wieder umstellen. Aber jetzt fahren ja die Busse da los. Wo sind die Leute? Da der erste Bus kommt. Die Leute marschieren jetzt schon zu Fuß zum Zielort. Und ja, die ersten werden, die ersten 40 werden jetzt mitgenommen. Was ist denn die wohl? Wo kommen die denn alle her? Die werden erst kommen aus dem Bus und wollen jetzt zu, mit der Linie zur Oper fahren, oder? Lass mich raten. Nicht ernsthaft, oder? Wahrscheinlich, gucken wir mal. Schneller die Zeit, so, ihr müsst schon stehen bleiben, bla bla. So, und die wollen echt alle, beziehungsweise ja, fast alle da mitfahren. 9, 9, 9, so. Da können die Fahrgäste alle mitfahren. So, schwuppdiwupp. Die hat ja nicht alle mit aufgenommen, müssen wir mal gucken. Wirtschaftsfenster, ja, also unsere Einnahmen sind optimal, müssen wir mal gucken. Oh, die Straßenbahnpreise sind zu gering. Ja, das können wir ruhig erhöhen, habe ich kein Problem damit. Guck, die Leute kommen von da, gehen dann darüber. Gut, dass wir schon die beste Haltestelle haben. Vielleicht sind die dann nicht so schnell unzufrieden. Ich erhöhe mal hier kurz die Preise bei der U-Bahn, auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt. So, und das machen wir ein bisschen runter, damit die optimal sind. Hier, wir haben eh keine Gebiete, weil die sonst eh nicht so, weil es eh sonst eh nicht so viel bringt, beziehungsweise ja die Einnahmen dann eher sinken anstatt steigen. So. Und dann können wir das mal so lassen. Wir gucken mal, Angestellte, die Busfahrer wollen ein bisschen mehr Geld, damit auch mal ein paar mehr Leute mitgenommen werden. Ja, 1% ist okay. Vielleicht können wir deren Gehalt noch um 1 Euro erhöhen. Okay, dann haben wir ein bisschen mehr. Wir haben eh genug Geld. Schwarzfahrer. Machen wir mal 230 und erhöhen deren Gehalt auf 15. So, gucken wir mal bei unserer Statistik. Da ist noch Einnahme, 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 bla bla bla. Das passt alles perfekt. Okay, da werden die Leute jetzt auch mitgenommen. Die brauchen nicht mehr unnötig lang zu warten. Die Straßenbahnlinie, die rentiert sich richtig. Auch in Verbindung mit der Wassertaxilinie, die im Moment hier gerade ganz gut fährt. Was haben wir hier noch für Aufgaben? Mit 3 Linien einrichten, genau. Und der hier wollte noch ein paar Linien haben, genau. Die, ich muss mir noch kurz angucken. Der wollte, ich habe eigentlich bla bla bla, der wollte Startgeschäftsgebäude, der wollte alle gehen. Ist alle, wo ist denn das Geschäftsgebäude? Hier, dass sie alle da losgehen. Was man da nimmt, keine Ahnung, müssen wir mal überlegen. Es geht dann hier irgendwo los zum Restaurant. Da hoch hätte der Herr gern eine Linie. Wo ist es denn da? Einmal quer durch die Stadt, das wäre natürlich, vielleicht, man könnte mal wieder eine O-Bus-Linie bauen, dass sich eine zwar nicht rentiert hat. Vielleicht haben wir Glück mit einer anderen. Dann hätte er noch gerne eine von dort, von da zum Café darüber. Dann müssen wir gucken, wenn wir da eine komplett neue Linie einrichten. Muss ich das lohnen? Ich wollte mal hier gucken, weil hier kommen jetzt die Leute mit der U-Bahn vorbei. Da haben wir hier, hier sind ja die Bushaltestellen, die nächsten. Was passiert, wenn die dann da ankommen? Müssen wir mal gucken. U-Bahn. Warten wir mal auf eine. Da sollte ja bald eine kommen. Da kommt eine. Die Leute steigen aus, kommen da unten hin, gehen da rüber. Bla bla bla. Rennen da hoch, rennen da hoch. Dann teilen sie sich auf. Aber keiner geht zur Bushaltestelle. Okay.
Aber da unten kommen sie alle schön da rein, kommen hier hoch. Wir könnten eigentlich mal unsere U-Bahn-Station upgraden. Beziehungsweise gibt es irgendwo eine, wo so immer so ein bisschen Überfüllung ist. Vielleicht lohnt sich das irgendwie mal. Machen wir mal unterirdisch, damit wir das vielleicht besser erkennen können, aber sonst... Ich mache jetzt einfach mal die, wo wir gerade gewesen sind, mache ich einfach mal eine bessere hin. U-Bahn-Einrichtung hier mit Fahrscheinautomat, bla bla blub. Boah, Ausbaukosten nicht gerade die günstigste, aber dafür, ja, vielleicht sind die Leute dann zufriedener. Das wäre ganz schön. So. Ja, guckt hier mit, das ist der Fahrplan wahrscheinlich, dann darf man so hoch. Mit Automat, also da müssen sie nicht in der U-Bahn ziehen oder wo die auch sonst immer ziehen. Und ja, so, ja, die U-Bahn hier können die Leute schnell und bequem, so, da entlangfahren, da die Leute sind ein bisschen unzufrieden, eine Straßenbahn, da sollte aber genug da sein, eine Straßenbahn. Wie oft fahren die denn? Ja, die können auf jeden Fall mal öfters fahren lassen, haben es aber Wochenende gerade, dann würde ich sagen, Wochenende eineinhalbstündig. Aber nachts können wir ruhig bei kleinen hier bleiben, ach nee, komm, machen wir nicht, machen beliebig, das ist auch okay. So, wir können uns ja mal einer Linie von, wir werden beide uns beiden widmen, so wie der Herr das gerne möchte. Wir werden, ich würde sagen, die nach hier oben mal mit einer O-Bus-Linie bauen. Wie sieht es denn hier mit Straßen aus? Wir haben hier auf jeden Fall Einbahnstraßen. Kann man auch nicht umgehen irgendwie. Da müsste man, also wir könnten, wo ist denn das da? Wir könnten dann höchstens hier unten entlang bauen, um die vielleicht noch mit der U-Bahn-Station zu verbinden, was ich gerne machen würde. Müssen wir uns hier ein... Also die vielleicht irgendwie hier losbauen, fährt sie da lang. Müssen wir gucken, dass sie, wie die wieder zurückkommt. Da ist nämlich ziemlich viel Verkehr auf der Straße. Da will ich sie nicht unbedingt lang führen. Wir irgendwie hier unten, oder wir bauen die hier los, genau, fährt die hier los. Weil ihr seht, hier ist wirklich ziemlich viel Traffic, ziemlich viel Verkehr, und da würde ich gerne nicht meine Linie lang führen, damit es einfach nicht ins, ja, Stocken, Stau, dann halt einfach nichts, ja, passiert. Was haben wir hier da? Da könnten, ah, nee, die Straßenlinie können wir ja nicht anders führen, weil sonst kann sie nicht abbiegen, aber das sollte ja kein Problem sein, die kann ja hier in der Mitte fahren, wo die ganzen Autos eher auf der rechten Spur fahren. So, das heißt, wir würden dann da eine einrichten, das heißt, es geht oder würde dann, wo haben wir es denn? Blablabla, bla, bla, hier, da losgehen, sie fährt dann hier rum, der Obus fährt hier rum, ich würde es gerne mit der verbinden, ne? Dann können die Leute umsteigen, müssen wir gucken, ich würde sagen, wir fahren bis zur Küste nach hier oben raus, da lang wenden und es geht zurück nach Hause. Hier haben wir, ach nee, das ist die falsche Seite, Problem ist das dann, das heißt, wir müssen die Autos, müssen den Bus dann hier hochschicken, bis er hier lang fährt, fährt dann da drüben zurück. Einige Fahrscheinpreise sind zu niedrig, aber das sind die Zonenpreise wahrscheinlich. Ihr seht, unser Gehalt, unsere Einnahmen steigen stetig, aber unsere Busfahrer wollen auch Geld haben. Ah, guck mal, Alter, die U-Bahn-Preise sind viel zu günstig, die sind schon im türkisenen Bereich. Boah, wie viel wollen die denn können die denn zahlen, das ist ja schön. Die U-Bus-Preise sind zwar etwas gering, aber vielleicht, ja, kann man da noch was machen. So, ja, hier machen wir auch, heben wir ein bisschen an. Na, das ist ja schön, dass wir wieder so hohe Preise nehmen können. Also dann steigen unsere Einnahmen allemal. Und dann, ja, können wir auch für die Leute neuere Sachen bauen. Wir könnten dann eigentlich irgendwo, eigentlich mal beim Bushaltestellen, was ja möglich eigentlich ganz gut wäre, wir wirklich alle Haltestellen hier auf die Top-Version ausbauen oder so. Aber wir widmen uns jetzt erstmal einer neuen Linie, nämlich der O-Bus-Linie. Dazu muss ich hier auf Bauen, Oberleitung. Und na, wir bauen erstmal ein neues Depot, würde ich sagen. Obus Depot und das kleine. Ich hoffe, sie lohnt sich. Und der Preis kann da hoffentlich auch mal angehoben werden vom Obus. Wir werden dann die Haltestelle da drüben hinbauen, weil der will ja hier von seinem Restaurant. Da müssen die Leute halt ein paar Meter laufen, aber was soll man ändern? So, oder kann ich das nicht verändern, ob es sich lohnt, direkt daneben zu bauen? Neue, kommen die Autos, kommen die da runter? Einbahnstraße, ach, ich mach's lieber so. So, einmal schuppdiwupp da hingebaut. Und dann wählen wir mal die Oberleitung aus. Nee, hier können wir ja im Moment erstmal eine Oberleitung, sage ich mal, ein mit einer Oberleitung das Ganze machen, weil wir, also hier natürlich zwei raus. Aber er kommt ja dann von hier zurück. Und, na, fährt auch so. So, deswegen brauchen wir dann nicht in die Richtung. Und hier gibt es ja eh nur Einbahnstraße. Und dann müssen wir gucken, dass wir halt immer am Rand führen, wenn wir eine Haltestelle machen. Einige Fahrscheinpreise sind zu niedrig. Ja, was ist denn da jetzt noch? Na, bei den Standardpreisen ist ja nichts jetzt zu niedrig. Ich mache mal alle hoch. So, einfach mal ein bisschen, dass sie wieder normaler werden. So, ja, jetzt wird sich gleich bei der U-Bahn beschwert. Machen wir mal gleich ein bisschen günstiger. So, da höher, 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 höher. Lalala. Und da auch noch höher. Und das natürlich auch noch. So.
Da ist wieder das andere. Kaum hat man was eingestellt, wird das nächste wieder zu günstig. Teuer, 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 teuer. Das ist hier auch noch teuer. Teurer, teurer. Ich weiß nicht, wir haben noch gar keine Zonen mehr, oder? Muss ich gleich nochmal gucken, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Wir haben noch gar keine Zonen mehr. Egal. So, nur für den Fall der Fälle, falls da irgendwas ist. Aber ich wüsste eigentlich nicht, wieso. So, Oberleitung. Wir bauen die hier ganz rechts, weil wir halt, naja, ich würde... Können die auch eigentlich nur... Mal, machen wir das denn? Das wird die vielleicht mal... Da haben wir die Haltestellen. Und die eine würde ich hier zurückführen. Weil die andere könnten wir eigentlich auch bis hier lang. Ah, nee, hier geht's runter. Ach nee, ich wollte die eine ja hier hoch. Ah, stimmt, das habe ich falsch. Dann machen wir das so. Dass wir sie hier und dann hier hochführen. Das ist doch so. Ach ja, einige Fallschirmreise sind so hoch, bla bla bla. Oh. Ja, machen wir es halt mal runter. Weil ich weiß gar nicht, ob wir Preiszone 1 noch haben. Das heißt, wir fahren nämlich hier lang. Mal gucken. Müssen wir das hier wieder auswählen und wo müssen wir das jetzt bauen? Hier. Ja, so genau. So, aber da jetzt nicht. Das heißt, hier kommt sie dann. Die ist ja keine Straßenbahn. Kommt der Bus wieder da zurück. So. Machen wir hier auch nochmal hier. Ach komm, lass uns die ganze Zeit in der Mitte, auf der rechten Seite bauen. Hier fährt er hoch, 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 hoch. Schön weiter. Müssen wir mal gucken. Wir fahren jetzt am besten bis ganz nach da oben. Da fahren wir in der Mitte. Wir können eigentlich auch in der Mitte durchfahren, weil. Die Sache ist die, das ist ja, na gut, an der Küste könnten wir jetzt mit dem Wassertaxi irgendwas bauen. Das könnte man auch später eventuell dann noch vergrößern. Ja, Straßenbahndepot beschwert sich über zu wenig Fahrzeuge, eieiei. So. Dann machen wir jetzt hier mal zweispurig. So, da ist er verbunden. Weiter fährt er. Hier. Schön weiter. Und dann wendet er einmal. So, da muss er auch ganz, kann er nicht in der Mitte fahren, stimmt, das geht ja nicht. So. Ich baue da jetzt einfach mal zwei Linien, ist mir jetzt gerade egal. Dann fährt er hier natürlich wieder zurück. Woanders geht ja nicht. Und dann geht's da bla 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 bla. Busdepot, nicht genug Fahrzeuge, dann kaufen wir da gerade halt mal durchs Runde da hinten. Naja, da müssen wir auf jeden Fall die großen kaufen. So, Fahrzeuge hat er jetzt wieder, beziehungsweise hat es, das Depot. Dann geht's hier runter, ne? Ja. Das Depot 2, nicht genug Fahrzeuge. Die Zentral zum Hotel, hat es die Linie hoch. Ja, die hat da irgendwie ein Problem, oder wie? Staut sich da wieder der Verkehr? Oh nee, oder? Bitte nicht. Wieso staut der sich denn hier so? Muss man da irgendwie was machen, dass wieder nur die... Dass die Autos hier nicht fahren... Da müssen dann einfach nur irgendwie so eine Auffahrt abreißen. Warte mal, wo fahren die alle hin? Das machen wir jetzt mit dem Teil, im nächsten Teil bauen wir dann weiter. Ich will jetzt noch kurz die Strecke abreißen, dass die Autos hier nicht mehr lang fahren können. So, da wollen die nämlich alle hoch. Tschüss, und jetzt fahrt ihr dann nicht mehr lang. So, ja, da fahren schon einige weniger. Und wo kommen die alle her? Die fahren da alle runter. Nein, wir brauchen die ja nicht. Wenn wir sie brauchen, bauen wir sie. Und auf oder Abfahrt. Aber solange die unseren Verkehr behindert, wäre das ja alles nur schlecht. So, wo fahren die jetzt alle hin? Jetzt haben sie natürlich die Frage, wo wollen wir jetzt hin, ne? Gucken wir mal. Ja, das hat es hier ziemlich behindert, das Ganze. Guckt doch mal, wie voll das hier ist. Deswegen haben wir auch das Busproblem gehabt. Sollen die Leute doch mehr mit dem Nahverkehrsmitteln fahren? Ja, da fahren wir sie doch da. Sie verbinden doch hier so viel. Gut, dann war's das jetzt von dem Teil. Im nächsten Teil bauen wir unser O-Bus-Netz dann weiter aus. Unsere O-Bus-Linie besser gesagt. Und ja, die werden wir dann fertig machen. Müssen wir mal gucken, ob es sich lohnt. Ich hoffe, da steigen einige Leute ein. Und dann, ja, machen wir im nächsten Teil weiter. Das war's von dem Teil. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Lion Gamer 1. Ciao!